Es steht nicht gut um die Artenvielfalt in Deutschland. Zu diesem Fazit kommt das Bundesamt für Naturschutz in seinem ersten Artenschutzreport. Rund ein Drittel der erfassten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sei gefährdet, darunter das Rebhuhn oder die Smaragdeidechse. Eine wichtige Ursache sei die intensive Landwirtschaft. Gezielter Schutz von Arten zeige aber auch Wirkung, wie etwa beim Biber oder beim Wolf.